上面的那个路在哪嘛嘞？路哪个？Giacomo trägt lange Haare, so wie früher die Könige in Myanmar. Sein bester Freund ist Sanmiu Tee. Giacomo ist zwar erst 7 und ich schon 12, aber er kann schon richtig gut klettern. Wenn er mich besucht, sind wir fast den ganzen Tag unterwegs. Am liebsten klettern die beiden über die schmalen Bambusbrücken, die die vielen kleinen Dörfer im Irrawaddy-Delta miteinander verbinden. Sanmiu Tee lebt mit seiner Familie hier im Delta. Sein Freund Giacomo wohnt 600 Kilometer entfernt und kommt gerne zu Besuch. Weil mein bester Freund Sanmiu Tee ist hier. Wenn ich hier bin, spiele ich mit dem am liebsten. Weißt du, ich spiele immer Klettern oder sowas. Du musst konzentrieren, sehr wichtig. Da unten sind Krokodile und Schlangen. Giacomo spricht gut Deutsch, weil sein Vater vor vielen Jahren von Deutschland nach Myanmar ausgewandert ist. Nach dem Klettern besuchen sie immer noch den kleinen Laden. Hier gibt es Süßigkeiten und Tanaka. Das ist ein spezielles Sonnenschutzmittel, das die Einheimischen selbst herstellen. Die selbstgemachte Paste benutzt hier fast jeder. Wir zerreiben an der Wurzel und mischen es mit etwas Wasser. Das schützt vor der Sonne und hilft auch gegen die Mücken. Außerdem verschönern sich die Mädchen damit. Der Hund wollte ich sehen. Wegen der großen Entfernung sehen sich die Jungs nur selten. Doch Giacomo und Sanmiu Tee ziehen wohl demnächst beide in die Großstadt, nach Rangoon. Für die zwei eine große Veränderung. Giacomo wohnt am Meer. Seine Eltern besitzen am Traumstrand Napali Beach ein kleines Hotel. Wenn sein Vater Zeit hat, gehen sie manchmal tauchen. Giacomo muss dann nur auf die Quallen aufpassen. Wenn du die anfasst, bist du, dein Haut tut weh ein bisschen. Das ist Jellyfish. Und es gibt noch andere gefährliche Tiere im Meer. Ja, da gibt es einen großen Oktopus, die ist so schnell. Und Haifische. In ihrer Lieblingsbucht gibt es die meisten Fische und unter Wasser viele schöne Korallen. Giacomos Vater Oliver hat eine neue Taucherbrille besorgt. Anziehen. Ja, passt gut. Alles andere ist fertig. Passt. Ein bisschen fester. Aber eben schon mal fester gemacht. So. Fest, okay. Los, rund zurück, rückwärts runter. Oder? Ja? Obwohl Giacomo gut schwimmen kann, zieht er zum Schnorcheln lieber eine Schwimmweste an. Die Strömung ist hier ganz schön stark. Und hast du Dora gesehen? Hast du Nemo gesehen? Früher haben hier Perlentaucher gelebt, um im klaren Wasser nach den kostbaren Schmuckstücken zu tauchen. Ihre verlassenen Häuser sind heute ein toller Abenteuerspielplatz. Yes. Runter. Hopp, hopp. Nach dem Tauchen und Fischen ruhen sie sich auf der Insel aus, die Giacomo Lummerland getauft hat. Zu essen gibt es dann mit Bohnen gefüllte Reisbällchen, die in Maisblätter eingewickelt sind.
Rote Bohnen. Bananen ist besser, oder? Ich mag Bohnen und ich mag das überhaupt nicht. Ich habe schon einmal probiert und das schmeckt nicht. Wegziehen möchte Giacomo hier eigentlich nicht. Aber er muss die Schule wechseln und dafür nach Rangoon gehen. Sein Freund San Niote, 600 Kilometer entfernt, ist mit seinem Vater noch nie schwimmen gegangen. San Niote hilft ihm oft beim Einkauf. Seiner kleinen Schwester hat er heute ein neues Hemd mitgebracht. In der Hütte kocht die Mutter etwas Reis. Weil sein Vater als Tagelöhner mit dem Holzverkauf kaum Geld verdient, reicht es nicht zu mehr. Mein Vater ist schon sehr alt und kann nur noch schlecht sehen. Er wird vielleicht bald gar nicht mehr arbeiten können. Wenn er kein Geld mehr verdient, müssen wir unsere Hütte verlassen. Deshalb müssen sie wohl auch bald in die Großstadt nach Rangoon ziehen. Dort gibt es mehr Arbeit für seine Eltern. Ich mag die Stadt nicht. Dort gibt es so viele Menschen und es ist laut und dreckig. Mir gefällt es hier. In der kleinen Hütte haben sie eine Ecke für Buddha eingerichtet, den sie anbeten und dem sie danken, dass sie alle noch leben. Denn San Niotes Familie stammt aus einem Dorf, das bei einem Sturm zerstört wurde. Seitdem besitzen sie nichts mehr. Jetzt leben sie hier, weit draußen, und müssen zum Einkaufen weit laufen. Für San Niote ist das besonders schwer. Ihm fehlt der linke Unterschenkel. Deshalb ist er vor einem Jahr nach Deutschland geflogen, um dort eine Prothese zu bekommen. Giacomos Vater Oliver hat das für ihn organisiert. Der arbeitet für die deutsche Hilfsorganisation Luftfahrt ohne Grenzen und hat alles gefilmt. Mir fehlt seit meiner Geburt der linke Fuß und ich konnte früher nicht richtig laufen. Mein Vater hatte mir aus einem Bambusstock einen künstlichen Fuß gebaut, aber das tat mir manchmal weh. Doch bevor er mit dem Flugzeug nach Deutschland fliegen konnte, musste er in einem Krankenhaus untersucht werden. Die Ärzte wollten sichergehen, dass San Miote den 15-stündigen Flug gut übersteht. Dafür haben sie sein Herz und seinen Kreislauf untersucht. Als klar war, dass er gesund ist, durfte er nach Deutschland fliegen. Dort hat er eine moderne Prothese bekommen. 3 Wochen lang hat er in einer Gastfamilie gewohnt und in einer speziellen Klinik das Laufen damit trainiert. Die ersten Schritte waren komisch, aber nach ein paar Tagen ging es schon ganz gut. Heute vergesse ich manchmal sogar, dass ich eine Prothese habe. In Myanmar gibt es nicht überall genügend Ärzte. Deshalb lädt Giacomos Vater manchmal Ärzte aus Deutschland ein, die die Menschen hier kostenlos behandeln. Giacomo, mit dem Popcorn wird der Zahn sich aber auch freuen jetzt, oder? Hast die ganze Zeit an den Zähnen. Ne? Da musst du erstmal wieder sauber machen. Im Augenblick ist eine Zahnärztin zu Besuch. Zum Glück, denn Giacomo hat Schmerzen. Das tut weh da, heute Morgen, wenn ich Zähne geputzt habe. Und er ist heute nicht der Einzige mit Zahnschmerzen. Julia. Jetzt sag mir mal, welcher hat dir denn heute Morgen wehgetan beim Zähneputzen? Da oben? Und ich denke mal, weil dieser Zahn so kaputt ist, ist es besser, wir machen den schon mal raus. Rausmachen? Einen Zahn ziehen? Damit hat Giacomo nicht gerechnet. Alles klar. Und? Zum Glück war es nur ein Milchzahn ohne große Wurzel. Die Schmerzen sind schnell vergessen, denn an seinem Traumstrand hat Giacomo einen wichtigen Termin. Ein Hotelgast gibt einheimischen Jungs in Napali Beach Schwimmunterricht. Und weil Giacomo 3 Sprachen spricht,
soll er gleich die Anweisungen von Jo, dem Sportlehrer, übersetzen. Ja, aber das ist total. Ja, aber wir bleibt nicht okay, oder? Also, okay. Giacomo, erzähl bitte mal deinen Freunden, ja, wenn sie schwimmen und sie ziehen mit den Armen, an sich müssen sie einatmen. Ja, und wenn sie mit dem Bein abstoßen, ja, müssen sie ausatmen. Ja. Ja. Mal vor, noch Giacomo. Ja. Und der nächste. Auf. Obwohl die Jungs direkt am Meer aufgewachsen sind, können sie nicht richtig schwimmen. Viele von ihnen strampeln einfach nur mit Armen und Beinen. Auch San Miote muss eine ganze Menge lernen. Er hat in der Schule viel nachzuholen. Er geht jetzt in die 6. Klasse. Mit der Prothese aus Deutschland kann er endlich regelmäßig zur Schule gehen. Rechnen geht ganz gut. Nur beim Lesen bin ich nicht der Beste. Meine Eltern können nicht lesen. Wir haben keine Bücher. Die Mädchen üben heute für das Dorffest. Sie haben dafür einen Tanz einstudiert. San Miote ist es gar nicht recht, dass er hier schon bald wieder weg muss. Gerade erst hat er sich eingewöhnt. Auch Giacomo muss die Schule wechseln. Er soll auf die internationale Schule in Rangun gehen. Seine Eltern haben dort bereits eine Wohnung. Und die sieht ganz anders aus als die hier am Strand. Auto! Morgen wieder zurück nach Rangun, ne? Das ist Taekwondo, ne? Ja. Und dann treffen wir San Miote ja auch, ne? Ja. Ne? Der kommt aus dem Delta wieder, ne? Ja. Freust du dich schon? Ja. Eigentlich möchte ich hier bleiben, weil der ist hier so schön, weil der Elefanten reiten, schwimmen, schnorcheln, fischen und Barbecue essen. Das war so schön. Das ist vorbei. Ihre Wohnung wird jetzt an Hotelgäste vermietet, wenn Giacomo in Rangun ist. Ich mag Rangun nicht so sehr, ja, weil manchmal stinkt das und ganz viele Autos sind da. Für Giacomo wird es heute ernst. Um ihm den Anfang in Rangun leichter zu machen, haben seine Eltern seinen Freund San Miote für ein paar Tage eingeladen, der ja auch bald nach Rangun ziehen wird. Die beiden sollen zusammen die große Stadt kennenlernen. Giacomo und seine Mutter holen San Miote zu Hause im Delta ab. Obwohl er in ein paar Tagen schon wieder zurück ist, fällt seinen Eltern der Abschied schwer. San Miote, Gaune. Von seinem Dorf dauert es mit dem Auto fast 2 Stunden bis nach Rangun. Ob es den beiden in der großen Stadt doch gefallen wird? Mit einer Fähre müssen sie über den großen Fluss. Tausende von Arbeitern fahren jeden Morgen mit den kleinen Booten oder der Fähre rüber nach Rangun. Dort arbeiten sie für 2 Euro am Tag in Hotels und Wäschereien. Die Fahrt dauert knapp 20 Minuten. Zeit genug, um an Bord etwas zu essen. Hm.
Sanmyo-Tee war erst einmal in Rangoon. Am Flughafen, als er nach Deutschland geflogen ist. Doch mittendrin im Großstadttrubel, das kennt er nicht. Eine Hochhauswohnung hat Sanmyo-Tee auch noch nie betreten. So viele Wohnungen auf einmal hat er noch nie gesehen. Und alle Wohnungen hier haben ein Badezimmer und eine richtige Küche. Du weißt, wo der Laden ist, wollen wir hingehen, ne? Ja, natürlich. Ja, was kostet ein Ei? 100 Chai. Also, wie viel kriegst du dafür? 1000, 10 Stück, los. Ne? Dann zeigst du ihm direkt, wo der Laden ist. Komm sofort wieder zurück, ne? Na, das kann. Okay, ne? Also muss ich. Tschüss. 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 Ja. Zum Einkaufen muss man einfach nur vor die Tür gehen. In jedem Haus gibt es ein Geschäft. Die Eier gibt es gleich nebenan. Zehn Eier kosten 1000 Chat. Das ist ungefähr 1 Euro. Dafür muss Sanmyo-Tees Vater einen ganzen Tag lang arbeiten. Hier kann man einfach in den Laden gehen und alles kaufen. So eine Auswahl gibt es bei uns im Dorf nicht. Das gefällt mir. Giacomos Vater ist gelernter Koch. Und Giacomo hat sich in der Küche schon viel von ihm abgeschaut. Heute wollen die beiden Pfannkuchen machen. Zucker und süße Getränke gibt es bei Sanmyo-Tee normalerweise nur ganz selten. An Feiertagen. Mit dem Pfannkuchenwenden klappt es noch nicht so gut. Aber der Ofen ist noch nicht fertig. Giacomos Vater ist in Myanmar ein bekannter Koch und hat schon in allen großen Hotels gearbeitet. Mir macht Kochen auch Spaß. In der Großstadt kann man so viele Dinge tun, die bei uns auf dem Dorf nicht gehen. Wir haben keinen Gasherd und kein fließendes Wasser zu Hause. Das Essen mit Messer und Gabel hat Sanmyo-Tee bei seiner Gastfamilie in Deutschland gelernt. Ich koche gerne von meinen Freunden, weil ich das schön finde. Man muss aufpassen, damit das nicht brennt. Er hat gut geholfen, er hat einen guten Job gemacht. Sanmyo-Tee hat nicht nur einen guten Job gemacht, er räumt sogar noch sein Geschirr weg. Und auch Giacomo hat in den letzten Tagen etwas Neues gelernt. Regelmäßiges Zähneputzen. Ich finde Zähneputzen kein Spaß. Die beiden schlafen in Giacomos Zimmer. Doch erstmal muss das Spielzeug weggeräumt werden. Das Problem kennt Sanmyo-Tee nicht. Er hat zu Hause gar keine Spielsachen. Gegen die Mücken hängt Giacomos Mutter ein Moskitonetz auf. Die kleinen Stechmücken können Malaria übertragen, eine gefährliche Krankheit. Mhm. 6 Uhr am nächsten Morgen.
Während San Miote noch ausschlafen kann, muss Giacomo früh raus. Jeden Mittwoch, das ist der Wochentag, an dem er geboren wurde, fährt er mit seiner Mutter zum Beten in die berühmte Schwedagon-Pagode, um Buddha zu ehren. Das machen in Myanmar alle so. Das vergossene Wasser wird seiner Familie Glück bringen. Giacomo zündet Weihrauchstäbchen an. Das riecht schön und soll die bösen Geister vertreiben. In der Halle nebenan verzieren sie Statuen mit Goldplättchen. Auch das zu Ehren von Buddha. Fast eine Stunde dauert die ganze Zeremonie, bis es hell wird. In der Stadt treffen sie San Miote. Zusammen wollen sie heute Morgen noch in den Supermarkt. Weil es zum Laufen zu weit ist, nehmen die Jungs das Dreirad. Giacomo, wir treffen uns an der Kreuzung, ne? An der Straße am Citymarkt. Ne? Ja. Wir zwei warten dich bei der Bücher, okay? Nein, die warten auf der anderen Straßenseite, wo der Sidecar zu Ende ist, okay? Draußen, wo der anhält, da warten die, okay? Oh. Im Supermarkt gibt es ein unerwartetes Problem. Ich bin noch nie Rolltreppe gefahren und ich habe Angst, dass das mit meiner Prothese nicht klappt. Ich brauche bestimmt Giacomos Hilfe. Geschafft. Die neue Prothese hat auch das mitgemacht. Ich möchte meiner Schwester unbedingt ein Geschenk mitbringen. Sie wünscht sich schon sehr lange ein Kartenspiel. Dann geht es für San Miote auch schon wieder zurück ins Delta. Mit der Fähre. Nur für kurze Zeit. Denn er wird mit seiner Familie wohl schon bald ganz nach Rangoon ziehen. Ich würde lieber im Dorf bleiben. Es ist so laut in der Stadt und so eng. Ich mag den Lärm hier nicht. Seiner Familie wird nichts anderes übrig bleiben. Sie müssen bald ihre Hütte verlassen, weil das Geld nicht reicht. Und sein Freund Giacomo? Will er in Rangoon bleiben oder wird er Palmen und Strand in Napali Beach vermissen? Nein, ich möchte nicht nach Napali bleiben. Ich möchte lieber bei Rangoon bleiben, weil hier kann man nach Internet gehen und nach Zoo und nach Swimmingpool. Swimmingpool, Zoo und Internet sind Giacomo nun doch wichtiger als das Leben am Meer. Für Giacomo und San Miote wird sich auf jeden Fall bald viel verändern.